Ein herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier in der Sporthalle Dortmund-Wellinghofen zur Damenhandball-Bundesliga-Begegnung Borussia Dortmund gegen den Thüringer HC. Der deutsche Meister ist zu Gast hier in Dortmund-Wellinghofen. Und die Mädels natürlich, die konnten in den letzten Tagen schon kräftig feiern. Aber heute müssen sie auch hier beweisen, dass sie gegen Dortmund ein gutes Spiel präsentieren. Und für Dortmund zählt natürlich jeder Punkt und genauer gesagt zwei Punkte zählen. Denn Dortmund möchte natürlich im internationalen Wettbewerb dabei sein und deswegen muss der BVB gewinnen. Borussia Dortmund belegt zurzeit den 5. Platz und mit dem 4. Platz, da wäre man dabei und könnte international spielen. Das wäre natürlich für die Dortmunder sehr gut. Denn vor der Saison hatte der Vorstand schon gesagt, also unser Wunsch wäre, dass wir unter den ersten 4 sind und da wären sie. Man muss noch sagen, dass es nicht einfach wird. Das ist ja logisch, wenn man gegen den deutschen Meister spielt und in 14 Tagen muss man antreten gegen Bittigheim, also den Tabellenzweiten. Also zwei knallharte Spiele haben die Damen hier vom Borussia Dortmund vor der Brust. Die Halle ist recht gut besucht, ungefähr knapp 450 bis 500 Zuschauer sind schon hier. Hier läuft zurzeit die BVB-Melodie. Na, die Jungs, hätte ich beinahe gesagt, aus der Bundesliga im Fußball, die werden wahrscheinlich heute nicht singen. Die waren nicht so erfolgreich, denn die Fans hier in Wellinghofen hoffen natürlich, dass man hier mit den Mädels heute Abend noch ein bisschen feiern kann, dass es vielleicht doch einen Sieg gibt. Es hat sich einiges wieder getan bei Borussia Dortmund, da werden wir aber im Laufe des Spiels gleich noch drauf eingehen. Wie gesagt, trotzdem also ist die Stimmung hier gut und wir werden gleich mal hoffentlich schauen, dass wir eine spannende Begegnung sehen und genauer gesagt aus Dortmunder Sicht hoffen natürlich, wie ich schon angedeutet habe, die Fans auf einen Sieg des BVB. So, liebe Zuschauer, es geht los. Also, der deutsche Meister zu Gast, wie ich gerade schon sagte, hier in der Sporthalle Dortmund-Wellinghofen. Felix, ich glaube, dass es sicherlich und ich hoffe, eine spannende Begegnung werden wird. Denn also, ich habe oft hier gesagt, wenn ich so die Saison zurückblicke, ich habe ein gutes Gefühl, das Ding wird der BVB gewinnen. Heute bin ich so ein bisschen zurückhaltend. Ja, das ist, denke ich mal, dein gutes Recht gegen den deutschen Meister, der die Liga wirklich die ganze Saison über von oben weg dominiert hat. Vollkommen zu Recht auch deutscher Meister geworden ist vor 2 Wochen. An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Nichtsdestotrotz haben wir im Hinspiel in Thüringen schon gut ausgesehen, wissen mit Sicherheit, was wir tun müssen, um hier im Spiel zu bleiben. Und dann darf auf jeden Fall gespannt sein. Ich habe vorhin bei der Anmoderation ja schon gesagt gehabt, also es muss eigentlich heute ein Sieg her, denn der BVB möchte natürlich im internationalen Wettbewerb dabei sein. Ja, in der Hinsicht hat uns die Niederlage in Blomberg vor einer Woche mit Sicherheit richtig wehgetan. Jetzt sind es 2 Punkte auf diesen Platz 4, den man dafür braucht, um mit Sicherheit dabei zu sein. Nichtsdestotrotz sind noch 4 Punkte zu vergeben und um an der Stelle mal eine Phrase zu gebrauchen. Solange es noch rechnerisch möglich ist, sind wir natürlich dann auch willens, das Ganze so durchzuziehen. Und man muss ja wirklich sagen, die Mannschaft aus Thüringen ist ja gespickt mit Nationalspielerinnen. Einen exzellenten Kader, das hat die Mannschaft hier vorzuweisen. Ja, da tut es ja natürlich weh. Wenn wir so ein bisschen geplaudert haben, ging es schon richtig zur Sache. Miriam Borowicz hat das erste Mal schon 2 Minuten gekriegt. Im Zweikampf mit der Beate Schäfknecht, die dann wegrutscht, trifft sie unglücklich im Gesicht. Aber Thüringen schafft es nicht, aus der Überzahl Kapital zu schlagen. Deshalb jetzt Clara Woltering auf der Bank, leeres Tor, 6 gegen 6. Und die Chance, in Führung zu gehen. Svenja Huber gerade am Ball, Müller, Frankreich und der Versuch. Und mit der 12 im Tor, Lina Eckele. Ja, richtig Rambazamba hier in der Halle Wellinghofen. Also nicht nur die Dortmunder Fans können jetzt jubeln. Mit der
der Nummer 8, Anne Müller für den BVB. Erfolgreich. Und wir schauen uns das auch nochmal wunderbar jetzt in der Wiederholung an. Schön macht sie das, rechts unten in die Ecke. Also der BVB führt mit 1:0 gegen den deutschen Meister. Und im Gegenzug erleben wir das 1:1. Da hat man eine Spielerin in Aktion gesehen, die man noch häufiger in Aktion sehen wird. No-Look-Anspiel von Iveta Luzumova an den Kreis. Sie ist sicherlich, auch wenn Thüringen mannschaftlich sehr stark spielt, die alles überragende Spielerin in dieser Saison. Beste Feldtorschützin, beste Gesamttorschützin. Von ihr geht wirklich einiges an Gefahr aus. Und das 2:1 für Borussia Dortmund mit der Nummer 18, Johanna Stockleder. Erfolgreich für die BVB. Und am Tor vorbei. Also, das fängt doch gut an. Sehr schnell die Angriffe und klar, da muss es 2 Minuten geben, aber es gibt nur eine gelbe Karte. Und 7 Meter und natürlich klar, für 7 Meter, da ist natürlich die Frau hier in der Halle bekannt, die den jetzt werfen aber wird. Wer wird das sein? Lass uns mal auf die Szene hier schauen. Das ist, also wenn da die Hand nicht am Hals ist, weiß ich auch nicht. Und der Ball ist drin. Das können wir nochmal nachreichen. Auf der einen Seite geht Mira runter. Sicherlich korrekt, wenn man das so pfeift, aber dann muss man es auf der anderen Seite auch pfeifen. Ja, das geht jetzt wahnsinnig schnell. Also 4 Minuten gespielt. 3:1 Führung für Dortmund. Und Dortmund könnte vielleicht sofort jetzt noch ein Nachlegen. Schön gemacht von Uwe. Und klasse pariert von der Nummer 12, Dina Eckele. Also ich glaube, hier ist diesmal Feuer im Spiel. Die Stimmung in der Sporthalle. Dortmund-Wellinghofen, schön angespielt. Aber klar, da kommen wir nicht drum herum. Das gibt Gelb und? Ja, 7 Meter, vollkommen richtig. Also dieses 2 gegen 2 mit Luzumova und was auch eine Kreisläuferin für immer. Was? Für immer auch eine Kreisläuferin. Sie war dran. Schauen wir noch einmal. Da und der Ball kullert, hätte ich beinahe gesagt, ins Netz. Das war fast schon zu einfach. Luzumova und 2:3, also Anschlusstreffer. Ja, wir sehen sie hinten. Clara holt sich hart. Das war genau das Ding. Hat die Finger am Ball, aber rutscht den dann doch noch durch. Ja, also bis jetzt muss ich sagen, Felix, wenn man die ersten 5 Minuten jetzt betrachtet, sehr, sehr schnell. Ich glaube, wir werden heute ein tolles Spiel erleben. Ja, das Publikum ist von Anfang an da. Man merkt, dass die Mannschaft auch an die Chance glaubt, dass Thüringen bis jetzt zumindest noch nicht den besten Tag hat im Angriff. Auch schön gespielt und ja, auch das der Ball wieder ist aus. Jetzt der zweite misslungene Heber, auch wenn der gerade drin war. Van Krij. Schön angespielt und der Ball ist drin. Erneut kann ich es sagen, der Ball ist drin. Mit der Nummer Anne Müller erneut erfolgreich. Und da schauen wir uns auch noch mal in der Wiederholung an. Sie war dran, die Torfrau aus Thüringen. Aber sie kam nicht mehr an den Ball. Da können wir mit dem Kommentieren gar nicht mehr hinterher hier. Sicherlich eine Schwäche im Thüringer Spiel, die Rückwärtsbewegung. Sind sie eben schlicht und einfach nicht gewohnt, weil sie viele Tore werfen. Und Clara Woltering. Da ist Platz. Und es gibt einen Freiwurf. Ja, stark verteidigt, schnelle Füße von Saskia Lang da. Du hast es gerade angesprochen, also wahnsinnig Stimmung hier in der Halle. Was für ein Rambazamba, hätte ich beinahe gesagt. Denn es sind auch einige Fans aus Thüringen dabei mit Pauken. Sie sorgen also auch für richtige Stimmung. Also rechts und links neben uns beide, liebe Zuschauer, wo wir sitzen. Da ist es so laut, man versteht sein eigenes Wort hier nicht mehr in der Halle. Also, das muss ein Bombenspiel werden. Schön gemacht
und Huber. Und sie verwirft leider die Riesenmöglichkeit. Und im Gegenzug, der Ball ist drin. Ein sehr schneller Zug, klasse gemacht. Saskia Lang erfolgreich für die Gäste aus Thüringen. Für den deutschen Meister nochmal die Wiederholung. Und da kommt sie nicht dran. Clara Woltering, die Dortmunder Torfrau. Nach 7 Minuten haben wir schon 7 Tore gesehen und jetzt werden wir wahrscheinlich das 8. Tor hier sehen in der Halle Wellinghofen vor über 500 Zuschauern mittlerweile. Müller hat den Ball. Van Krij und der Ball ist drin. Jawohl, das zählt. 5:3 für den BVB. Und im Gegenzug Clara Woltering. Klasse Reaktion. Also hier ist doch Feuer drin in dieser Begegnung. Noch einmal die Wiederholung des Treffers von gerade. Und jetzt die Dortmunder wieder im Angriff. Ja, der Ball wird schnell gespielt. Auch schön über Außen kommt man hier. Also die Dortmunder Spielerinnen, sie wollen zeigen, dass man hier in Wellinghofen zu Hause ist. Und sie wollen beim letzten Heimspiel das Publikum, habe ich das Gefühl, hier verwöhnen. Zeitspiel angezeigt. Und der BVB muss zum Abschluss kommen. Klar, also, das muss gepfiffen werden. Auch da werden wir jetzt wieder in der Zeitlupe sehen, dass die Hand zumindest in der Nähe des Gesichts war. Wie gesagt, da kann man gelb geben, aber auf der anderen Seite dann... Ja, da sieht man's. Hey, okay, sah von hier aus anders aus. Sie ist am Wurfarm. Sieht ein bisschen unglücklich aus, ist aber in Ordnung. Aber progressive Bestrafung, dementsprechend Zeitspiel aufgehoben. Und ein klasse Wurf. Nadja Manson und 6:3, 3 Tore Vorsprung für den Tabellenvierten der Damenhandball-Bundesliga. Tabellenfünften, ich habe sie schon auf dem 4. Platz gesehen. Und das ist übrigens... Ja, sind wir, glaube ich, momentan, weil Blomberg erst um 20 Uhr spielt. Das hört sich dann gut an. Der Felix hat hier den Durchblick bei uns am Kommentatorplatz. Van Krij. Und tankte sich durch. Und der Ball ist weiter. Och, man sieht, der Trainer ist am Toben. Der ist am Toben. Der kann sich gar nicht beruhigen. Vom Thüringer HC. Das kann ihm auch nicht gefallen, weil die große Thüringer Stärke ist es eigentlich, da hinten an 6 Metern zu verteidigen. So die Gegner dann zu würfen aus dem Rückraum zu zwingen, das ist ja dann... unabhängig vom Gegner erstmal schon mal schwierig, schwieriger aus dem Rückraum zu treffen, als dann, wenn man frei durch ist. Ach, und wieder ein klappt allerdings auch. Bei Nadja. Ja, und jetzt nimmt er völlig zu Recht die Auszeit. Aber die Lücken sind eben auch da. Ich meine, wir haben es gerade gesehen, Durchbruch zwischen 1 und 2. 2 Tore über den Kreis, das kann ihm nicht gefallen. Und im Angriff sind die Abschlüsse dann eben, wenn man sich in der Abwehr die Sicherheit nicht geholt hat, dann auch vielleicht nicht ganz so hochprozentig. Und Clara hat auch bis jetzt einen guten Tag erwischt. 7:3 Führung für den BVB. Gespielt 10,5 Minuten mittlerweile. Und Clara Holter, ja, okay. Da liegen sie richtig. Und die Nummer 18 ist bereit. Gwitta Luzumova. Sie könnte jetzt, jawohl, sie verkürzt auf 4:7.
klasse! Sie tankt sich dadurch. Die 7, Caroline Müller. Toll gemacht, hier noch einmal die Wiederholung. Wie ein Pfeil fliegt sie dadurch. Wie ein Pfeil, sagst du? Wie ein Pfeil, du hast gesehen, sie kam von hinten, also sensationell. Ich bin total begeistert am heutigen, du merkst es ja schon, ich gehe selber ein bisschen mit, aber... Ja, das ist ein gutes Recht, das ist auch ziemlich gut anzusehen hier. Also und doch, und das war eine Glanzleistung, Clara Volta immer wieder. Also, man muss sagen, nach den ersten 12 Minuten, sie macht heute auch wieder ein klasse Spiel. Ja, definitiv. Alle Würfe, die nicht ganz so platziert kommen, und da gibt es, muss man sagen, einige von... auf Thüringer Seite. Der war jetzt durchaus platziert. Da kam sie nicht dran. Aber im Gegenzug sehen wir ja Bibi Poppy wieder. Der sehr schnell spielt. Acht zu fünf Führung für den BVB 09 gegen den deutschen Meister aus Thüringen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Also, das sieht gut aus von Kral. Wir haben jetzt umgestellt auf eine 5-1-Deckung. Genau richtig, wenn man den Spielfluss des Gegners dann unterbinden will. Und wieder super durchgegangen. Wäre ein starker Pass von Caro Müller, der muss da genau hin. Ansonsten ist die Abwehrspielerin dazwischen. So gibt es keine Chance. Da schauen wir uns auch noch schnell an hier in der Zeitlupe. 8 zu 6. Entschuldigung. Ja, das war, ich glaube, das Tor auf der falschen Seite gegeben. 9 zu 5. 9 zu 5, richtig. Da haben die Kollegen, wir haben alles im Griff hier. Ja, die Kollegen da im Ü-Wagen wollten mich mal testen, glaube ich. Geht da richtig zur Sache. Auf die Schlafmütze. Und da ist sie wieder, die Nummer 18. Lucumova und er... Ja, und gehalten! Clara, man hört ja auf der Tribüne Clara Rufe. Hören Sie es hier im Hintergrund. Wir sitzen hier direkt auf der Tribüne im Publikum, deswegen kriegen Sie auch die O-Töne direkt über unsere Mikrofone mit. Also die ersten 15 Minuten vergehen hier im Flug, muss man wirklich sagen. 9 zu 5 Tore. 9 zu 5 führt der BVB. Und im Gegenzug Thüringen, und da kann sie nichts machen. Das ist eine große Qualität von Maike Schmelzer, die, jetzt sagen wir mal, nominell Kreisläuferin ist, aber in der zweiten Welle auch über den Rückraum Druck machen kann. Sieht man nicht alle Tage. Und Nadja macht sein, denke ich mal, richtig. Bleibt da weg. Ja, Thüringen versucht jetzt wirklich aggressiv in die Zweikämpfe zu kommen, dass gar kein Spielfluss erst aufkommt. Und da war sie wieder, die 33, Nadja Manson. Klasse macht sie das. Das auch nochmal hier in der Zeitlupe. Sehr zu sehen, die steigt hoch und ja, da stimmt die Abstimmung nicht. Ich glaube, es war Saskia Lang im links im Innenblock, hat dann etwas einen zu langen Weg. Nadja macht es genau richtig, drückt ab und trifft. 10 zu 6 für den BVB. Und wieder war sie da am Ball, die Dortmunder Torfrau Clara Volta. Sehr, sehr starke Aktion. Es war eigentlich ein völlig freier Wurf nach der Sperre da auf der
halblinks Deckungsposition. Und der Ball ist drin! 11:6 für Borussia Dortmund. Ich muss ehrlich gestehen, das war mir gar nicht aufgefallen, dass Thüringen jetzt mit zwei Kreisläuferinnen spielt und dementsprechend die Torhüterin rausgenommen hat. Aber dazu ist ja auch Johanna da. Sehr gutes Anspiel und mit der 13 erfolgreich. Maike Schmelzer. Ja, das sind Gegentore, die muss man dann wohl mal so hinnehmen. Dann spielt es gut aus. Aber ein siebter Feldspieler in der Phase des Spiels zeugt eigentlich immer davon, dass der, gut, ich nenne es jetzt mal Matchplan, auch wenn man das eigentlich nur im Fußball sagt, dass der Matchplan definitiv nicht zu 100% aufgegangen ist bisher. Und da hätte ich beinahe sich gehabt, die Rakete erneut gezündet, die 7 wieder. Caroline und hier wie ein Pfeil, ne? Ja, wie ein Pfeil. Ja, das Problem ist, wenn es hinten nicht läuft, dann kann man eben keine siebte Feldspielerin bringen. 12:7, ich kann das gar nicht glauben, was ich im Moment auf der Anzeigetafel sehe hier. Ja, es war vor dem Spiel klar, dass wir hier mit 100%iger Einstellung und Engagement reingehen müssen. Mit der 5 jetzt hier Saskia Lang. Das war der 8. Treffer und das gucken wir uns auch nochmal in der Wiederholung an. Ja, da hat die Dortmunder Torfrau keine Möglichkeit ranzukommen. Das Zeitspiel ist angezeigt, weil der Ball weg war. Und da ist sie. Ach, schade. Caroline Müller hat es versucht. So, jetzt geht die Torfrau wieder raus. Man geht das Risiko ein, Felix. Ja, hat jetzt einmal geklappt und einmal nicht. Dementsprechend lässt sich das noch nicht bewerten. Den Trainer, der nicht glücklich ist im Moment. Und da war sie wieder. Und da wird hier schwer diskutiert über diese Entscheidung, diesen 7 Meter. Ja, also die Problematik an der Sache ist, das kann man alles geben, aber es wird auf der anderen Seite nicht gepfiffen. Beziehungsweise, ja, es wird gepfiffen, aber anders sanktioniert. Hier jetzt mit Sicherheit auch einen Freiwurf getan. Ja, man hat die Reaktion hier im Publikum gemerkt. Also die Zuschauer waren da überhaupt nicht einer Meinung. Ja, vor allen Dingen, also ich meine, klar, riecht man sich immer auf über so eine Entscheidung, aber in der Deutlichkeit dann eigentlich auch nur, da spreche ich unserem Publikum jetzt einfach mal die Fachkundigkeit zu, eigentlich auch nur, wenn es berechtigt ist. Und das muss ich sagen, vielleicht habe ich die schwarz-gelbe Brille auf an der Stelle, aber sehe ich auch so. Ja, jetzt sucht man die Lücke, um da durchzukommen. Die stehen jetzt ein bisschen besser und gehalten. Also jetzt muss man sich wieder ein bisschen mehr konzentrieren. 12:9. Ja, Thüringen hat jetzt. Und sie wechseln wieder. Die Torfrau ist raus. Also sie gehen das Risiko ein. Ich sag immer Risiko, muss ich dazu sagen, wenn die Torfrau raus ist. Also ja, ohne Frage. Wir haben es ja gerade gesehen. Wenn man da sich ein. Also einfacher geht es eigentlich wirklich nicht. Ja, und da darf sie nicht so durchkommen. Nein, das sind eben die Sachen. Matsuko erfolgreich. Das sind eben die Sachen, wenn man die siebte Feldspielerin da bringt, beziehungsweise gegen sich hat, dann so einen freien Wurf von außen. Ist auch ein Risiko, den zu geben, ja. Andererseits weiß die Schützin auch, okay, vielleicht ist das jetzt eine Situation, die muss ich machen, ist da unter Druck.
Also die letzten 3-4 Minuten, aber da muss jetzt mehr kommen von Borussia. Da muss man wieder getreffen und sie trifft ja. Nadja Matondji wirklich auch ein gutes Spiel bis jetzt mal. Also wir sehen es hier da ganz klar. Schritt aus dem Innenblock raus, aggressiv der Versuch, das Kombinationsspiel zu unterbinden. Die Problematik bei diesem Spiel ist, wenn man da so aggressiv rausgeht und eben daneben lang, beziehungsweise ein Schritt zu spät ist, dann hat man meistens einen freien Abschluss gegen sich. So, wenn man jetzt liegt, wäre man wieder 4 Tore vor. Das wird wieder gut tun. Das bringt wieder ein bisschen mehr Ruhe rein in die Mannschaft von Borussia Dortmund. Das sah gut aus. Alles richtig, Ecke völlig frei. Wie sagt man so schön, muss eigentlich nur treffen. Wurfarm frei, Ecke frei. Na gut. Klingt immer so einfach. Ja, und da ist die Lücke. Man hat es ja nicht gesehen. Aber Clara Woltering, sie stand wieder goldrichtig. Und der Ball im Besitz von Borussia Dortmund. Und der schneller Angriff muss jetzt abgeschlossen werden. Schade. Ja, ist richtig. Er bricht die zweite Welle ab. Aber da ist er drin! Da ist er drin! Johann Nachtotschli, der erneut erfolgreich für den BVB. 14:10, 4 Tore Vorsprung, 23 Minuten gespielt hier in der Sporthalle Wellinghofen. Die Mannschaft von Borussia Dortmund, sie hat wieder das Spiel im Griff jetzt. Sie fährt auf den richtigen Gleisen Richtung Erfolg, hoffe ich natürlich jetzt hier aus Sicht von Borussia Dortmund. Aber wir haben es mit dem deutschen Meister zu tun, liebe Zuschauer. Die Thüringer sind stark. Aber nicht im Spiel. Also die Gefahr besteht natürlich immer. Und Clara Woltering, sie trifft! 16:10! Da kommen wir gar nicht so schnell, da ist der Ball drin. Ja, auch das wieder so ein Ballverlust im Kombinationsspiel. Man sieht es, ich weiß nicht, ob es im Fernsehen rüberkommt, aber die Spannung ist nicht da bei Thüringen, definitiv nicht. Ja, das war ein Kraftwurf. Die 25 war das, Gordana Mitrovic. Und der BVB hat den Ball, 15:11, 4 Tore Unterschied. Aber der BVB im Ballbesitz und wir haben noch 5,5 Minuten zu spielen in der ersten Halbzeit. Und ja, es ist wahnsinnig heiß hier in der Halle. Draußen haben wir gerade hier in Dortmund 25 Grad noch und sehr feuchte Luft hier, man ist sehr am Schwitzen. Und gehalten, aber der Pfiff kam. Es gibt 2 Minuten. Also was Johanna der Stocksteller heute mit ihrer Gegenspielerin macht, schon das zweite Mal, dass sie da austanzt. Jetzt auch die 2 Minuten zieht gegen Alex Mazzucco. Immerhin auch deutsche Nationalspielerin. Und Svenja Huber, sie ist die Expertin bei Dortmund, wenn es um 7 Meter geht. Und ich sag einfach mal, den wird sie verwandeln. Kurz nochmal. Jetzt wieder unterbrochen ist Diskussion gewesen, aber alles gut im grünen Bereich. Muss man erstmal umgehen mit als Schützin, wenn man da im Tunnel ist. Svenja Huber. Und der Ball ist drin, wer sagt's denn? So geht's. 16:11 für den BVB. Da schauen wir uns auch nochmal an in der Wiederholung. Svenja Huber kraftvoll links unten in die Ecke. Haut sie die Kugel ins Netz. Ich sag mal so, das ist ein Pfiff,
wenn die Halle gerade nicht so abgegangen wäre, sage ich mal, nach der einen Entscheidung, dann hätte sie auch wieder 7 Meter gegeben. Wie gesagt, kann man sicherlich geben. Und der Trainer hier aus Thüringen, der hatte dann 7 Meter gesehen. Kann ich gut verstehen, dass der den sieht. Und wieder abgepfiffen. Knapp eine Minute in Unterzahl, die Torfrau ist wieder raus. Also, dass man im Feld wieder... Also, ihnen fällt wirklich nicht viel ein. Gerade jetzt die siebte Feldspiele hat ein bisschen Sicherheit gebracht, ja. Und da ist der Ball noch drin. Sag ich's. Mit der 28 erfolgreich Lydia Jakubiskova. Ja, der Trainer ist schon gerade ermahnt worden. Er soll sich doch ein bisschen zurückhalten. Ja, den setzt er stark. Da ist nicht viel Platz. Aber da sieht man eben die, da geht mit Matsuko eine Nationalspielerin runter. Kommt mit der Kubisova. Svenja Huber, klasse, super. Ja, sie hat nur gelauert und dann kam sie über außen. Da schauen wir uns noch einmal in der Wiederholung an. Jawohl. 17 zu 12 ja, jetzt für den schon, BVB und schon noch 3 Minuten. Hier bei dem Wurf auch wieder das Handgelenk ist nicht zu verachten. Technisch hoch anspruchsvoll, so ein Leger, sag ich mal, ins kurze Eck. So, jetzt wieder 7 Feldspielerinnen, 2 Kreisläuferinnen. Ja, aber das sind Würfe, die kann man... Und da ist sie wieder! Und oh, Glück gehabt! Da kam sie gerade noch dran, Annika Niederwieser. Sie konnte den Ball noch also, ins Aus befördern. Vielleicht schaust du mal kurz nach links. Clara ist auf 180 positiv gesehen, was eigentlich immer ein gutes Zeichen ist für uns. Ich glaube, wenn sie den jetzt auch noch getroffen hätte. 5 Tore Vorsprung nach 27 Minuten. Wer hätte damit gerechnet? Also ich habe gehofft, dass der BVB hier ein Bombenspiel macht und dass sie das gewinnen. Aber dass es so läuft, nach den ersten 30 Minuten, das sage ich jetzt einfach mal, muss ich sagen, ich bin beeindruckt. 2 Minuten und da war sie. Sie wunderbar, wie sie kommen. Das ja, muss man wirklich sagen. An der Stelle nochmal kurz der Blick zum Kreis. Das Gerweißer, dann sperrt ihr da den Weg wunderbar frei, nimmt 2 Spielerinnen weg. Und die steigt auch wunderbar hoch. Und da sagt jemand von Nettes Qualität natürlich danke. Also, aber das sind alles so Abstimmungsprobleme, die Thüringen mit Sicherheit nicht in jedem Spiel unterlaufen. Ist auch schon munter durchgewechselt im Rückraum da. Niederwieser die dritte Besetzung im linken Rückraum. Und die Torfrau ist wieder raus. Ja, die Lücke da hinten, das ist immer im Moment der Schwachpunkt. Ja, das ist die Problematik. Man muss ja irgendwas freilassen, wenn man gegen 7 Feldspielerinnen verteidigen muss. Und die letzte Minute läuft jetzt in der ersten Halbzeit. Oh, das gibt's doch gar nicht. Das muss doch ganz... Also, das kann ich doch gar nicht glauben jetzt. Nein. Die Zuschauer stehen jetzt hier auf der Tribüne. Also mit dieser Entscheidung sind sie nicht glücklich. Ja, vollkommen zu Recht. Von Jertmanns, jetzt sehen wir es auch nochmal. Niederwieser macht nichts anderes, als einfach nur den Bodycheck zu geben. Ja, da sieht man es ganz deutlich. Ja, sie müssen ja schnell noch abschließen. Da kommt er und da war sie wieder. Die Dortmunder Torfrau Clara Woltering. Also die ersten 30 Minuten gehen voll auch. Das muss man sagen, auf Clara Woltering, dass sie wirklich eine Top-Leistung hier geboten hat. Und der BVB kann noch einmal jetzt einen Angriff starten. Svenja Huber, was macht sie? Sie haut den Ball ins Netz. Sensationell. 20 zu 13, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Klasse. Und noch einmal die Gäste aus Thüringen. Und der BVB wechselt die Seite mit einem 20 zu 13. Und die Zuschauer stehen vor Begeisterung hier auf der Tribüne. Sie sind total happy nach den ersten 30 Minuten, was sie hier in der Sporthalle Wellinghofen erlebt haben. Also das macht Spaß auf die nächsten 30 Minuten, auf die zweite Halbzeit gegen den deutschen Meister aus Thüringen. Weiter geht es jetzt hier in der Sporthalle Wellinghofen. Ich schaue noch mal zur Uhr, das sieht gut aus. 20 zu 13
führt der BVB und der BVB im Ballbesitz. Das könnte dann doch sofort ein Auftakt nach Maß sein, wenn man jetzt den Ball versenken würde, sobald die Schiedsrichterinnen hier angepfiffen haben. Also ein sehr interessantes Ergebnis aus Sicht des BVB. Und ich hatte es ja schon vorhin gesagt, also man strebt ja den vierten Tabellenplatz hier an in dieser Saison. Dann ist man im internationalen Wettbewerb dabei, was natürlich wunderschön wäre für die Mädels hier aus Dortmund. So, Müller hat den Ball, Manson. Und sofort sorgen die Zuschauer wieder für Partystimmung in Dortmund. Wellinghofen, Reisels, Manson. Ja, ist, glaube ich, auch nicht alltäglich, dass jetzt Alina Greisels in der ersten Halbzeit gar nicht gespielt hat. Das hat weniger mit irgendwelchen Trainingsleistungen oder so zu tun. Oh, das war ein Pfiff. Da wurde Abwehr im Raum gegeben, das hat 7 Meter. Habe ich anders gesehen von hier. Und Svenja Huber, sie hat bis jetzt alle verwandelt. Und der Ball wird diesmal abgewehrt von Dina Eckerle. Ja, nicht schlecht gehalten von Eckerle, bleibt da hinten auf der Linie. Riecht die Ecke, macht sich dann groß und da muss man dann schon wirklich extrem platziert werfen gegen eine Spielerin ihrer Klasse. Spielt ja die aktuelle deutsche Nationaltorhüterin gerade gegen die ehemalige. Bis jetzt klarer Punktsieg an Clara, aber wenn sie so weitermacht. Ja, gehalten und Freiwurf. Der BVB weiter im Ballbesitz. Schön über den Boden gezirkelt. Der echt fast am Boden. Also mal gucken, wo der Abstand ist wirklich nicht hoch. Ja, und hat Niederwieser mit ihrer Größe natürlich Probleme, das zu verteidigen. Und wenn der Ball dann da unten links einschlägt, auch sehr schwierig zu halten. 21 zu 13 für die Schwarz-Gelben Thüringen. Ah, schön angespielt. Und da stand sie wieder goldrichtig. Clara Wolterink, die Dortmunder Torfrau. Hatte ich schon mal den Begriff, sagt man Heatcheck. Ja, wenn der jetzt auch noch reingefallen wäre, der hätte wirklich passen müssen. Eckerle war eigentlich rechtzeitig da. Nichtsdestotrotz sind solche Dinge natürlich immer extrem demoralisierend. Und man hatte jetzt zum Ende der ersten Halbzeit wirklich das Gefühl, dass es nicht mehr viel braucht, damit Thüringen das Ding hier abschenkt. Ja, da kommt sie nicht rein mit der 25. Gordana Mitrovic. Der BVB mit der Nummer 18, Johanna Stockschlieder, erfolgreich. 22 zu 14 für den BVB. Das, ja, die ersten Zuschauer, die das mal jetzt nicht mitgesehen haben, dass diesen Treffer, die jetzt gerade erst aus dem VIP-Bereich zurückkamen. Ja, dafür gab es bestimmt eine leckere Wurst oder so. Das glaube ich auch. Aber dafür haben sie jetzt schon die ersten Tore verpasst in der zweiten Halbzeit. Ja, man kann definitiv schon sagen, dass es so weitergeht wie im ersten Durchgang. Thüringen deckt weiterhin ziemlich aggressiv. Vorne sehr schnell. Da kriegen sie einen Freiwurf. Ich will nicht sagen geschenkt, aber sie bekommen einen. Ja, der Kontakt war schon da. Also ich sage, Thüringen deckt aggressiv, dann soll das natürlich nicht heißen, dass der BVB das nicht macht. Aber man muss sagen, sie stellen sich schon deutlich cleverer an, rennen nicht so impulsiv, sag ich mal, raus. Und der Ball geht am Tor vorbei. Das war die 13 hier, Maike Schmelzer. Eigentlich eine exzellente Spielerin. Und da konnte der Ball abgewehrt werden. Wenn der gekommen wäre, wie immer,
die 33 Nadia Manson, die heute ein gutes Spiel macht und mehrfach schon erfolgreich war mit ihren Würfen. Ja, auch die Wurfentscheidung absolut richtig. Der kriegt Niederwieser noch den Finger dazwischen. Eckerle war schon wieder auf dem Weg in die andere Richtung. Aber alles gut, Ballbesitz BVB. 8 Tore vor. Kann man mal machen gegen den deutschen Meister. Schön angespielt. Saskia Weiß weiter jetzt mit dem Spiel vorne. Der Druck nach. Versucht die Lücke zu bahnen. Dreiselt. Manson. Huber. Dreiselt. Ja, richtig. Bühler. Das ist und genau richtig. Und jetzt der schnelle Konter. Aber da war sie da. Topschläger, die Johanna. Sie bringt zum Ball und fängt eine. Also irgendwie habe ich den Eindruck, die Mädels des BVB sind immer wieder ein Schritt schneller. Es läuft gut. Auch jetzt nach den ersten knapp 5,5 Minuten in der zweiten Halbzeit. Und die Zuschauer, sie wollen weitere Tore sehen, natürlich auf Seite des BVB. Ja, die Stimmung, ich habe es mehrfach schon gesagt, ist sensationell am heutigen Tag hier in der Sporthalle. Wellinghofen und Pech. Gut gehalten, aber auch von der Torfrau Dina Eckerle im Tor. Der deutsche Meister aus Thüringen. ...22-14. Was für ein Ergebnis. Und der BVB hat den Ball. Wirklich überragend verteidigt. Clara Wolter-Ring. Im 7 gegen 6 da die Seitwärtsbewegung. Großes Tennis. Großes Kino, großes Tennis. Einfach stark gemacht. Ja, Felix, das kann passieren, denn wir sind ja voller Begeisterung hier wirklich dabei, hier am Spielfeldrand hier. Und das macht heute richtig Spaß, hier Handball zu erleben hier in Wellinghofen, liebe Zuschauer. Sie müssen einfach mal live dabei sein, besuchen Sie die Sporthalle. Es ist leider das letzte Heimspiel dieser Saison, aber... Ja, wer jetzt noch nicht da war, ist ja auch selber schuld. Es gibt ja eine neue Saison, aber vielleicht sogar mit einem internationalen Wettbewerb. Das wäre natürlich die Krönung dieser Saison dann. Seitspiel angezeigt. Jetzt. Müller müsste abschließen. Ja, es wird sich auch ein bisschen was ändern. Die neue Mannschaft, also die wir dann erleben werden in der neuen Saison. Ein neuer Trainer wird da sein. Du, sei mir nicht böse. Lass uns doch jetzt mal einfach über die Truppe reden, die hier auf dem Eis steht, zumindest bis die Partie wirklich entschieden ist. Weil ich denke, das haben die Mädels sich auch verdient mit der Leistung heute, dass man da nicht übermorgen irgendwie in die nächste Saison spricht. Klar, du hast, denke ich mal, den journalistischen Anspruch, das zu tun. Interessiert die Leute auch. Aber wie gesagt... Es wird sich auf jeden Fall, vielleicht werden wir nachher noch einen O-Ton kriegen dazu. Es wird sich ein bisschen was ändern. Aber du hast schon recht, es ist natürlich heute hier... Finale hätte ich beinahe gesagt hier. Und ein schöner Treffer auch durch die Nummer 18 war das, Iveta Luzumova. Ja, so alleine darf man 1 gegen 1, speziell die körperlich schwächere Alina, nicht lassen. Macht sie gut. Überzieher, weiß, dass der Wurf am Frei ist. BVB ist gefordert. Schön hochgegangen, aber übers Gehäuse. Van Kreil war das, glaube ich, ja genau. Also. Wieder ärgerlich. Alles richtig. Ecke ist frei. Wie ich es gerade gesagt habe, muss eigentlich nur treffen. Und da war sie, Clara Wolter-Ring, aber gepfiffen. Ja, da richtet sich die Halle jetzt auch wieder auf, beziehungsweise einzelne, weil...
Man hört die Pfiffe im Hintergrund. Ja, kann man geben, den Freiwurf, ohne Frage. Aber sie spielen es konsequent weiter mit der siebten Feldspielerin. Und Clara Wolterin! Und jetzt Clara Werf! Und da ist er drin! Stella Kramer! Die schnelle Reaktion! Da guckt sie den Ball hinterher, guckt und der Ball ist dann drin. Die Reaktion war zu sehen. Und es gibt jetzt 2 Minuten, wenn ich es richtig gesehen habe, für die Nummer 18, Veta Lutsomova. Und der BVB jetzt mit einer Spielerin mehr. Man hat die Torfrau jetzt rausgenommen, das Spiel ist unterbrochen und es wird jetzt noch mal kurz mit dem Kampfgericht diskutiert, was war passiert. Also warum es die 2 Minuten gab, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Wahrscheinlich irgendwas misslungener versucht, den Gegenstoß zu unterbinden. Thüringen damit nicht einverstanden. Wobei ich sag mal, da äußert sich auch ein Stück weit Frust, weil die haben sich das mit Sicherheit ein bisschen anders vorgestellt. Ja, da kamen sie nicht dran. Sehr schön in die Ecke gezielt. Die Nummer 4, Beate Schäfknecht. Und der BVB. Klasse! Super macht sie das! Exzellent, kann ich nur sagen. Stella Kramer, da sieht man die doppelte Torfrau. Und dann im Blickpunkt. Stella 24:16 gegen den deutschen Meister führt der BVB. Und der BVB hat den Ball und der Ball ist drin! Clara Wolterin! 25:16, da geht der Ball hoch über alle Spielerinnen rüber und dann ist er drin! Das gibt's doch nicht! 25:16 für den BVB! Die Dortmunder Torfrau nicht nur im Tor große Klasse, hätte man gesagt, auch im Tore werfen ist sie erfolgreich heute. Ja. 42 Minuten gespielt hier in Dortmund. Und da ist sie wieder. Aber gepfiffen. Und da sind die Zuschauer nicht mit einverstanden mit dieser Entscheidung. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob wir da eine Zeitlupe kriegen können. Das macht sie natürlich nicht schlecht. Julia Jakubisova dreht sich da um Caro rum. Aber wenn es da keinen Kontakt gab, gibt es für mich auch keinen Anlass, da sie wieder zu pfeifen. Hat man von hier aus leider nicht sehen können. Und da ist er drin. Lutsomova erfolgreich mit der 18. 17:25, da Wiederholung sehen wir hier. Ja, Clara ärgert sich. Na klar, bleibt ja nicht aus. Das ist, ich glaube, der 5. 7 Meter. Sie hatte fünfmal die Ecke. Hat ja auch einen weggenommen. Ja, da hat der Thüringer HC nicht mitgerechnet, dass die Mannschaft hier in Dortmund so stark aufspielt. Dass wir hier so ein Spiel erleben und der BVB weiter im Ballbesitz. Man kann. Müller. Van Krij! Was für ein Treffer! 26:17. Da schauen wir uns auch noch einmal an. Der schlägt da ein wie eine Rakete. Ja, und vielleicht hat man es in der Zeitlupe gesehen. Eckerle alles andere als zufrieden mit ihren Vorderleuten. Ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass man das Hamann festen Wurf hat. Wenn man da von 9 Metern sie abdrücken lässt, dann hat man als Torhüterin nicht viele Chancen.
Und Thüringen sucht jetzt eigentlich dauerhaft die Entscheidung über die Rückraum-Rechtsposition. Kaum sage ich es, spielen sie nach links, klar. Und wie immer, hätte ich beinahe gesagt, sie stand goldrichtig. Und dann so ein blöder Fehler, hätte ich beinahe gesagt. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, ein Treffer zu setzen. Sie machen das auch. Souverän. Die Zeit ist angehalten und es gibt 2 Minuten. Erfolgreich war Saskia Lang und Alina Greisels da für 2 Minuten Platz nehmen. Ja, hier sehen wir die wieder hoch. Ach nee, schade. Jetzt sind wir aber auf der Seite. Da ist der Kontakt da, ja, von der Seite im Sprung. So, was machen die Dortmunder? Genau, die Dortmunder Torfrau. Geht sie raus? Nein, sie geht nur was trinken. Gehen nicht das Risiko. Muss man auch nicht beachten. Doch, jetzt geht sie raus. Und die Dortmunder Trainerin, sie wartet, denn sie will gleich eine Auszeit nehmen. Ach, da fehlte nicht viel. Mit der 77 Virag Vasari. Da war die Lücke da, schön über außen gekommen. Ja, das Gegentor ist der Unterzahl geschuldet. Saskia Lang. Dann noch einmal die Wiederholung. Ja, da kommt keiner hin und auch keine Abwehrmöglichkeit für die Dortmunder Torfrau Clara Woltering. Und es gibt eine kurze Auszeit. Es ist eine ganz entscheidende Phase jetzt. Waren mit 9 Toren weg. Jetzt sind es in Anführungsstrichen nur noch 7. Aber Thüringen hat jetzt das Torewerfen wieder so ein bisschen entdeckt. Und wenn wir es jetzt schaffen, sie jetzt vor Beginn der Schlussphase weiter auf dieser Distanz zu halten, 6, 7, vielleicht auch 8, 9 Tore, dann stehen die Chancen wirklich alles andere als schlecht, dass man hier als Sieger von der Platte geht. Thüringen versucht jetzt auch nochmal mit einer Variante wieder die 5-1. Das heißt, 4 Platz auf den Halbpositionen. Und herrlich gemacht. Und ja, das ist das Risiko dann. Und neuer Spielstand jetzt 27 zu 20. Ja, man darf halt nicht vergessen, immer noch in Unterzahl. Da ist so ein Gegentreffer verschmerzbar, während der im Angriff Gold wert ist. Clara Woltering sitzt auf der Bank jetzt im Moment, also keine Torfrau im Tor. Und klar, das bringt wertvolle Sekunden. Und Reisels mit der Nummer 4 wird den 7 Meter nun ausführen. Und sie verwandelt 28 zu 20, 8 Tore Vorsprung für Borussia Dortmund. Ja, das ist das Ding. Hier sehen wir es nochmal, wenn die Torhüterin hinten bleibt, ist sie natürlich in der Lage, einen relativ großen Bereich abzudecken. Aber dann wird es eben auch schwierig, an diese platzierten Dinger heranzukommen. Und da muss der Ball dann eben einfach hin. Schmeißt sich da rein. Stella Kramer. 29 zu 20. Da sieht man es noch einmal. Schön macht sie das. Aber was wir in der Szene auch gesehen haben, ist das Rückzugsverhalten von Thüringen. Ja, alle im Dauerlauf. Wie gesagt, noch ein bisschen, dann könnte das Ding tatsächlich, wie du so gerne sagst, vorzeitig entschieden sein. Und das bei einem Heimspiel gegen den deutschen Meister. Erfolgreich die 28 hier, Lydia Jakobischowa. Sieht man es noch einmal. Schön gemacht. Hier die Wiederholung. Zwölf Minuten noch.
Und Clara Woltering. Jetzt kann es wieder schnell gehen. Der BVB hat den Ball. Ja, ist eine Stärke von Saskia Lang, da hochzugehen und aus dem sehr, sehr schnellen Armzug dann in die Torwart-Ecke zu werfen. Sprich, die Ecke, die vom Block nicht weggenommen wird. Aber wenn die Torhüterin das riecht und frühzeitig dahin geht, und ich meine, die beiden kennen sich auch aus der Nationalmannschaft, dann sind die Dinger relativ einfach zu halten. Hansson! Und toll gemacht! Sie ist wirklich wunderbar hochgestiegen. Ja, aber auch hier wieder, Lutzumer verteidigt da irgendwo im Raum. Also ich habe eben das Gefühl, es geht manchmal ein bisschen zu schnell für die Weißen. Auch wenn, man möge es mir verzeihen, da vielleicht wer die schwarz-gelbe Seele spricht. Aber ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen darüber, wer beim Spielstand von 30 zu 21 eine 11 Minuten vor Schluss die bessere Mannschaft ist. Und der deutsche Meister hat den Ball. Ach, ein klasse Wurf, auch super hochgestiegen. Die 92, Patricia Badista da Silva. Ja, gar nicht verkehrt, wenn man bedenkt, dass sie bisher noch gar nicht gespielt hat. Ja. Und da hätte ich beinahe, schießt sie durch, Van Dijk. Ja, 31 zu 22. Man muss es einfach sagen, der BVB weiß ganz genau, wo er hin muss. In Person von Hamer, in Person von Nadja dann. Und da sieht dann auch eine Dina Eckerle sicherlich nicht viel Land. Also ich habe so meine Probleme mit diesen 7-Meter-Pfiffen, weil Lutzumer macht das gut, ja. Geht aus dem Nullkontakt, dann der Wackler, 1, 2, 3. Also nur Kontakt, ein Schritt nach links, ein Schritt nach rechts und zieht dann ab, alles sauber, aber sie ist eben nicht mehr in der Vorwärtsbewegung. Und da dann den 7 Meter zu pfeifen. Ja, da kann sie nichts machen mit der 18. Iveta Lutz zu Mova. Dieser Pfiff ist korrekt. Ja, aber auch da wieder. Stella ist auch in der Seitwärtsbewegung, hat auch drei Schritte gemacht, wirft. Also hier wird jetzt nicht für eine oder die andere Mannschaft gepfiffen, aber punktuell dann eben mit zweierlei Maß gemessen, was immer für Spielerinnen dann schwierig ist, sich darauf einzustellen, auch in der Abwehr. Und da kommt sie wieder über außen. Also sensationell heute. Stella Kramer. 32 zu 23, was für ein Ergebnis, liebe Zuschauer. Der BVB in Topform am heutigen Abend hier in der Sporthalle Wellinghofen gegen den deutschen Meister. Das muss man immer wieder neu sagen. Es ist sensationell, was hier abgeht. Also in Topform ist die Mannschaft. Und da im Blickpunkt die Torfrau. Mit der Nummer 1, Anna-Maria Ferenczi, die jetzt im Tor ist. Da lacht Alina auch, weil der war für die Trefferquote, die wir heute haben, bei diesen Würfen sogar schon relativ weit daneben. Aber 9 Tore vor, 8 Minuten noch. Jetzt kommt dein Einsatz. Ja, normalerweise sage ich jetzt immer, das Ding ist gelaufen. Also, wenn ich das Spiel jetzt betrachte, das ist gelaufen. Ich kriege schon böse Blicke hier auf der Tribüne, wenn ich jetzt was anderes gesagt hätte. Also, ich glaube, hier wird heute Abend in Dortmund noch kräftig gefeiert, auch wenn wir jetzt einen 7 Meter sehen mit der Nummer 18 wieder hier. Iveta Lutzumova. Da schauen wir uns auch nochmal in der Wiederholung an. Ja,
da kommt die Dortmunder Torfrau nicht dran. Herr Thüring jetzt, also Sie haben es noch nicht aufgegeben mit der doppelten Manndeckung. Ja, und da muss der Pfiff kommen und er kommt auch. Irene Spinola Perez. Auch hier die Wiederholung. Das Ding ist gelaufen. Der BVB, da können Sie ruhig eine Auszeit nehmen. Die Gäste aus Thüringen, ich sage einfach mal, den BVB wird der Thüringer HC heute nicht besiegen. Ob groß, ob klein, hier auf der Tribüne ist die Stimmung natürlich hervorragend. Sie haben gerade die Bilder gesehen. Also, was will man mehr? Ein Abend, der sicherlich für viele Besucher was Besonderes sein wird. Und wenn man die Spiele sieht, die wir erlebt haben, wir haben tolle Spiele hier gesehen in Wellinghofen. Und eine, das kann man sagen, gute Saison erlebt. Auch wenn es jetzt einen 7 Meter gibt. Und sie hält den. Und dann ist er doch drin. Schade eigentlich. Iveta Luzomova. Herr Thüring jetzt mit der offenen Manndeckung. Ja, man setzt jetzt alles auf einer Karte. Es sind noch 6 Minuten hier zu spielen in Dortmund. Und der BVB hat den Ball. Und vorsichtig, man darf den Ball nicht verlieren. Jetzt wird die Lücke kommen, da kommt sie. Sie ist drin, der Ball. Alina Greiselt. Sie bringt den Ball ins Netz unter. Und der BVB führt mit 34:25. Ich sage einmal, die können machen, was sie wollen, die Thüringer. Das Ding ist gelaufen. Der BVB wird hier als Sieger den Hallenboden verlassen, die Halle verlassen. Und es ist alles offen, sage ich einfach mal. Ja. Und Treffer durch die 26, Nina Schilk. 34:26, 5 Minuten noch zu spielen hier in Dortmund, weiter die offene Deckung hier. Und jetzt müsste der BVB abschließen und er macht es und es wird gejubelt. Della Kramer, erfolgreich, noch einmal die Wiederholung, keine Abwehrmöglichkeit. Das Ding, ich habe es gerade schon gesagt, ist gelaufen. Der BVB wird gewinnen gegen den deutschen Meister aus Thüringen. Also 35:26, was für ein wunderschönes Ergebnis aus Sicht hier des BVB, was die Zuschauer hier erleben. Also man muss es noch mal ganz deutlich sagen, man sieht viele lächelnde und begeisternde Gesichter hier auf der Tribüne in Dortmund-Wellinghofen, auch wenn die Zuschauer diesen Treffer sehen durch die Nummer 55, Julia Reder. Also der BVB hat den Ball und wird erneut versuchen, jetzt einen Treffer zu erzielen. Bis jetzt haben wir doch eigentlich Treffer gesehen. Und es waren wunderschöne dabei, wie dieser zum Beispiel mit der 66. Dana Beckmann. Also, das sind doch Tore, die wir gerne sehen hier aus Dortmunder Sicht. 36:27 zeigt die Anzeigetafel an. Na, ob wir 40 Treffer hier noch sehen auf Seite von Borussia Dortmund. Also ich weiß nicht, wann wir so ein hohes Ergebnis hier das letzte Mal gesehen haben, hier in Wellinghofen. Vielleicht kann der Felix mir das jetzt mal sagen. Also wir haben... da muss man überlegen, liebe Zuschauer. Ja, hören Sie genau zu. Ja, wir haben zwischen den Jahren relativ hoch und deutlich gegen Oldenburg gewonnen.
mit einer zweistelligen Unterschied, mit einem zweistelligen Unterschied. Glaube auch gegen Nelling und Neckars Ulm waren es zweistellige Unterschiede, aber auch bei allem Respekt vor den Gegnern, die wir damals hatten, der THC ist natürlich ein anderes Kaliber. Aber 36 Tore erzielt hier in Wellinghofen, also das ist... Da hast du recht. Das wollte ich damit sagen. Ich weiß, dass ich es dir nicht leicht mache hier, lieber Felix, aber... Ja, ich kann das ab. Da musst du einfach durch hier und wir schauen dir keine zu Ruhe. Zu machen. 2,5 Minuten noch und jetzt müsstest du auch sagen, das ist gelaufen. Ja. Da tust du dich ja in den letzten Spielen, hast dich immer schwer getan, da frühzeitig eine Entscheidung zu treffen. Die muss ich ja leider immer treffen und liebe Zuschauer zu Hause, also man muss wirklich sagen, ein Spiel, was wir hier sehen, der Spitzenklasse. Das war das Tor Nummer 38 und ja, sie geht hervorragend hoch. Irene Spinola Perez und der BVB hat 37 Treffer jetzt hier in Wellinghofen erzielt am heutigen Abend gegen den deutschen Meister, gegen den Thüringer HC. Das muss ich nochmal ganz deutlich sagen. Und klasse pariert. Und noch einmal. Ja, die Torhüterin wachsen über sich hinaus. Und der BVB im Angriff. Und ich schau mal zu, 90 Sekunden sind jetzt noch zu spielen hier in Wellinghofen. Die Zuschauer, sie sitzen nicht mehr, sie stehen jetzt hier auf der Tribüne und feuern noch ihre Mannschaft kräftig an. Ja, sie wollen noch einen wunderschönen Treffer sehen hier in Dortmund-Wellinghofen, aber die Gäste aus Thüringen haben den Ball und haben einen schnellen Angriff und klasse pariert. Und dann keine Abwehrmöglichkeit mit der 92 Patricia Bastisla da Silva. Und es heißt 37:29. Und die letzten 60 Sekunden laufen hier. Der BVB wird den deutschen Meister souverän hier besiegen in einer hervorragenden Begegnung. Über 500 Zuschauer haben diese Begegnung live erlebt. Ein traumhaftes Anspiel und schade eigentlich, aber sie hat ein ganz großes Spiel heute gemacht. Stella Kramer, das muss man auch noch mal ganz deutlich hier sagen. Noch mal die Gäste, okay, da können wir mit leben und weiß. Heitel hat den Ball. So, die letzten Sekunden laufen jetzt hier. Und werden wir noch einen Treffer sehen in den letzten Sekunden? Kreiselt. Und der Ball ist drin, das war's. 38:30. Der BVB besiegt, das sage ich jetzt einfach mal. Ganz deutlich. Die Mannschaft aus Thüringen mit 31, ich weiß nicht, ich glaube, der Treffer zählt nicht mehr, so wie es aussieht. Also nee, Endergebnis 38:30. Ein tolles Spiel, was wir hier wirklich jetzt gesehen haben. Das muss man ganz, ganz deutlich sagen. Die Mannschaft, die freut sich natürlich über so ein tolles Spiel, über so ein hervorragendes Ergebnis. Und natürlich auch die Verantwortlichen hier. Sie sind natürlich richtig happy, dass sie so einen tollen Abschluss hier in dieser Saison erleben dürfen. Und ich gehe davon aus, Andreas, ein Spiel der Superlative, was wir heute hier erlebt haben, das war fantastisch. Erstmal herzlichen Glückwunsch an den deutschen Meister. Ich glaube, wenn man deutscher Meister wird, darf man das Spiel auch mal verlieren. Aber in der Tat, Uwe, das war das Beste, was ich seit Jahren hier gesehen habe von Dortmund. Also es gab eigentlich für mich keine Minute, wo ich gesagt habe, das Ding gewinnen wir nicht, wenn man mal das Spiel so betrachtet. Für mich war die Mannschaft in Topform. Nein, wenn ich ehrlich bin, die erste halbe Stunde habe ich immer noch Angst gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin, weil die Qualität natürlich von Thüringen brutal ist. Aber danach, unsere Mädels haben sich ja übertroffen. Aber andererseits, lieber Uwe, ist es ja auch so, da fragt, und man sieht jetzt, was für Potenzial in der Mannschaft steckt. Da müssen wir uns natürlich fragen, warum wir da stehen, wo wir jetzt sind. Weil das ist ja einfach überragend, was die Mädels bieten können.
Das muss man wirklich deutlich sagen. Es gibt in 14 Tagen ja noch das Auswärtsspiel. Dein Wunsch war ja vor der Saison den 4. Tabellenplatz. Also wenn die so eine Leistung bringen, dann schlagen sie den Tabellenzweiten, denke ich auch mal. Und dann wäre der 4. Platz so gut wie oder ist sicher. Ja, klar. Aber ich möchte jetzt nicht großen wahnsinnig werden. Das, was wir heute gesehen haben, war ja außergewöhnlich. Wir fahren sicherlich mit großem Respekt nach Bietigheim. Wenn das natürlich so abgeht wie heute, da haben wir eine echte Chance. Andreas, was für einen Wunsch hast du noch? Die Saison ist gelaufen, im Endeffekt sage ich mal in Anführungszeichen. Man kann also zu diesem Zeitpunkt ja wirklich zufrieden sein. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Naja, ganz ehrlich, ist durchwachsen. Nach so einem Spiel hat man natürlich Glücksgefühle ohne Ende. Aber wenn ich insgesamt die Saison betrachte, wäre vielleicht mehr drin gewesen, wenn man ganz ehrlich ist. Woran hat es denn gelegen, wenn du so kritisch das betrachtest? Naja, wir haben noch ein Spiel und ich glaube, es wäre auch völlig unfair, wenn ich das jetzt hier aus meiner Perspektive beurteile. Das müssen wir intern erstmal besprechen und dann gucken wir weiter. Aber wir haben noch ein wichtiges Spiel, vielleicht können wir da noch was reißen und das lassen wir uns erstmal abwarten. Die Weichen sind gestellt für die neue Saison, müssen wir kurz darauf zu sprechen kommen. Diese Woche ist wieder einiges passiert, eine neue Spielerin verpflichtet. Jetzt gleich werden verdiente Spielerin und die Trainerin verabschiedet. Naja, gut, wir haben natürlich verdiente Spielerinnen, die länger bei uns waren, ist Mandy Burekas und Stella Kramer. Mit Stella Kramer, wie ihr wisst, haben wir uns da nicht einigen können, weil wir andere Vorschläge für sie hatten. Ansonsten sind ja wirklich alle Spielerinnen geblieben. Die Mila, die heute nicht da war, die auch privat auch bei der Hochzeit ist, geht. Die Spielerinnen, die jetzt gehen, waren ja alle nur ganz, ganz kurz hier. Also verdiente Spielerinnen, die kurz hier waren, die sicherlich einen guten Abschied verdient haben. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier extrem viel Potenzial verlieren. Wenn man heute die Ruhrnachrichten liest, da sagte ich mir der Stelle Kramer, ihr hättet ja kein gutes oder kein Angebot gemacht. Wir waren nichts dann gelegen. Warum konnte man sich nicht einigen? Naja gut, es gibt einfach Sachen, die sollte man in der Öffentlichkeit nicht diskutieren. Und die Gründe liegen ja nicht immer im sportlichen Bereich. Aber man hat ja gesehen, was Stella für eine echt brutal gute Qualität hat. Und das tut mir persönlich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, weh. Auch vor der sensationellen Leistung von heute wieder. Stella ist eine Top-Sportlerin, keine Frage. Ne? Wenn man die Zuschauer hier sieht, heute waren über 500 hier in der Halle. Die Leute sind immer noch hier, hat doch keiner die Halle vergessen. Sie sind begeistert. Eigentlich wünscht man sich doch als Vorsitzender noch ein paar Zuschauer mehr. Was wollt ihr denn noch machen, wenn ihr so einen guten Handball bietet wie heute, um dass die Leute begeistert sind und hier hinkommen? Naja, lieber Uwe, wenn wir häufiger so spielen wie heute, ich glaube, dann brennt die Halle wie bei den Stadtmeisterschaften im Fußball. Da wünsche ich dir alles Gute und ich hoffe natürlich, dass wir in der neuen Saison tolle Spiele hier erleben werden. Und wir hoffen natürlich, wenn die Saison abgeschlossen ist, dass wir im internationalen Wettbewerb sind. Ja, erstmal vielen Dank und vielen Dank auch für eure tolle Begleitung hier über die ganze Saison. Ganz herzlichen Dank. Wir sagen auch danke, alles Gute, Andreas. Ja, also die Mannschaft wird hier noch gefeiert, liebe Zuschauer. Sie sehen es also, was hier abgeht. Wir werden natürlich versuchen, auch in der neuen Saison über die Spiele des BVB zu berichten. Im Anfang der neuen Saison wird es wahrscheinlich alles ein bisschen schwieriger werden, weil die Halle Wellinghofen ja nicht in einem besonderen guten Zustand ist. Sie wird also jetzt in den nächsten Wochen, Monaten renoviert. Hier wird alles umgebaut und geplant ist erst, dass im Januar 2019 dann diese Halle wieder benutzt werden kann. Im Moment gibt es also Gespräche, dass die Heimspiele im September, Oktober, wenn es wieder losgeht mit der Saison, dann in Herdecke stattfinden werden. Wir werden sehen und wenn da die Arbeitsbedingungen stimmen, werden wir versuchen natürlich dann auch in Zusammenarbeit mit Borussia Dortmund über diese Spiele zu berichten. Wie gesagt, also hier wird jetzt noch ein bisschen gefeiert und ich gehe davon aus, dass natürlich auch kräftig noch gefeiert wird anschließend. Aber ein Spiel steht ja noch bevor, das in 14 Tagen stattfinden wird. Das heißt also, wir hören noch mal rein. Die Spielerin hier von Borussia Dortmund möchte noch kurz was sagen. Ich wollte nur einmal Dank sagen für 9 Jahre. Es hat mir immer großen Spaß gemacht, hier zu spielen. Ihr seid einfach geil und ich hätte gern noch weiter hier gespielt. Also.
Naja, also es war auf jeden Fall erstmal mein letztes Bundesligaspiel für BVB. Vielleicht tut sich da nochmal was. Ich würde mich freuen, hier nochmal auflaufen zu dürfen. Ja, ich hoffe, wir feiern jetzt noch ein bisschen den grandiosen Sieg. Ich glaube, da können wir ganz stolz drauf sein und wir sind wieder im Rennen für die internationalen Plätze. Vielen, vielen Dank. Und jetzt ein Hummer mit allen. Wir haben es ja gerade gehört, wir haben mit Andreas Heiermann ja gerade gesprochen. Also vielleicht passiert da noch irgendetwas. Also gönnen wir die Mädels noch ein bisschen Partystimmung hier in Dortmund-Wellinghofen. Und man sieht, also sie haben Spaß für den BVB zu spielen. Und man muss auch wirklich sagen, einige Spielerinnen, ja, da schlägt das Herz schwarz-gelb. So deutlich muss man das sagen. Das sind Bilder, die sprechen für sich. So, liebe Zuschauer, das war es dann eigentlich auch mit unserer Berichterstattung. Und wir würden uns freuen, wenn Sie demnächst wieder einschalten, wenn wir für den BVB aktiv sind. Auch im Namen der Mannschaft von Sportlive Dortmund sagen wir vielen, vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. Wir haben uns auch gefreut, wenn wir über Facebook oder über Homepage von Ihnen Reaktionen bekommen haben. Und vielen, vielen Dank für die lobenden Worte, die wir bekommen haben. Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben. Und das war es dann hier von der Bundesliga-Saison 2017-18. Und freuen Sie sich auf eine neue Saison 18-19 mit einigen neuen Spielerinnen bei Borussia Dortmund, mit einem neuen Trainer und ich hoffe mit vielen Toren und viel Spaß. Alles Gute, auf Wiedersehen, bis demnächst mal.